In den vergangenen Arcs haben wir zahlreiche Attacken und Angriffe gesehen, die die Maßstäbe, die wir bisher in den vergangenen Jahren von One Piece kennengelernt haben, komplett gesprengt haben. In diesem Video geht es um die stärksten Angriffe und Attacken aus der gesamten Welt von One Piece. Bei diesem Video haben mich auch zahlreiche One Piece YouTuber als auch der ein oder andere findige One Piece Fan unterstützt. Einfach, weil es natürlich auch eine gewisse Art von kontroverse Liste ist. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß mit dem Video. Gerne ein Like auf dem Video dalassen, wenn ihr Bock auf mehrere Teile dieser Art vom Video habt und ein Abo auf den Kanal, damit ihr keine zukünftigen Videos mehr verpasst. Und beginnen wir mit dem 5. Platz. Auf dem 5. Platz befinden sich an dieser Stelle direkt 2 Charaktere, aber nicht, weil es um 2 Attacken geht, die ungefähr gleichwertig sind, sondern weil diese Attacke von 2 Personen ausgeführt wird, nämlich an der einen Stelle Kaido und an der anderen Stelle Big Mom. Beide haben nämlich im Wano Kuni Geschehen und in relativ finalen Szenarien von Onigashima eine Combo-Attacke ausgeübt, die wirklich einen brachialen Impact hatte. An dieser Stelle wird der Schein ein bisschen getrügt, denn Zoro blockt diese Attacke schlussendlich mehr oder weniger erfolgreich ab, aber diese Attacke, Hazakai, wenn man es aus dem Japanischen nimmt, oder Conquest of the Sea, wenn man es versucht zu übersetzen, ist eine der brachialsten Attacken überhaupt. Man darf nun mal nicht außer Acht lassen, dass Zoro hier 100% seiner gesamten Stärke rein auf die Abwehr dieser einen Attacke konzentriert und wohl wissend dessen, dass sein Körper das nicht aushalten kann. Das heißt, diese Attacke hat nicht den Impact, wie es vielleicht spätere Attacken in dieser Liste haben werden, weil sie halt blockiert wurde, aber Attacken beruhen ja in der Regel auch darauf, dass sie ihren Impact erst entfalten können, wenn sie den Gegner entsprechend auch richtig treffen. Heißt also natürlich ein großes Shoutout an Zoro, dass er diese Attacke blockieren konnte. Schlussendlich sind ihn aber die Knochen dabei zerberstet und er hat alles quasi geopfert für diesen einen Block. An der Stelle trotzdem eine der mächtigsten Attacken von One Piece. Schlussendlich aber auf jeden Fall gerechtfertigt auf dem 5. Platz, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass für diese Ausführung der Attacke 2 Personen vonnöten sind und die restlichen Attacken in der Regel von einer Person ausgeübt werden können. Bevor wir jetzt zum 4. Platz kommen, kommen wir erstmal zum 1. Platz im Sektor Energy Ice Tea und Hydration Drinks, und zwar Holy. In den vergangenen Wochen und Monaten macht Holy einfach keinen Halt. Es geht immer und immer weiter mit krassen Releases von neuen Sorten. Jetzt gerade brandaktuell sind wieder 2 neue Eisteesorten mit Melonengeschmäckern rausgekommen. Ein Geschmack mit Wassermelone, ein Geschmack mit Honigmelone, und diese Geschmäcker knallen richtig rein. Auch in den vergangenen Wochen davor sind so viele krasse neue Sachen rausgekommen in Energy-Bereich und auch im Hydration-Bereich. Auch im Hydration-Bereich möchte ich an der Stelle nochmal anmerken, der Kokosnussgeschmack ist crazy, Leute. Den könnt ihr, also wenn es euch wie mir geht, den könnt ihr saufen wie Wasser. Ich trinke davon gefühlt nur noch. Also checkt gerne auf jeden Fall mal Holy in der Beschreibung aus. Links sind natürlich in der Beschreibung. Und wie immer gilt an dieser Stelle, nutzt den Rabattcode Myrolox. Damit spart ihr 10% auf alles, was ihr kauft. Oder bei eurem ersten Kauf gerne auch den Code Myrolox5 für 5 Euro Rabatt an der Stelle. Checkt also gerne mal die Seite aus. Tobt euch aus mit den ganzen neuen Geschmäckern, die es gibt. Auch die Probierpakete wurden erneuert, sodass die coolsten Sorten aus dem gesamten Holy-Sortiment jetzt in den Probierpaketen erhältlich sind. Also für alle, die sich mal ein bisschen austoben wollen in verschiedenen Geschmäckern, ist das eine ideale Chance. Wie gesagt, Links in der Beschreibung. Ihr unterstützt mich und meinen Kanal damit. Und wir machen weiter mit dem 4. Platz. Auf den 4. Platz haben wir den guten alten Monkey D. Garp. Und eigentlich würde ich an dieser Stelle sagen, wir haben ihn hier mit seiner Attacke Galaxy Impact aus einem der aktuelleren Anime-Folgen, denn diese Attacke hat ordentlich reingeschallert. Aber man muss an der Stelle mal ein klares Shoutout an den guten Oberle geben, denn dieser hat mich ein bisschen auf den Teppich geholt und hat mich nochmal darauf hingewiesen, dass wir in Kapitel 1088 von Garp noch eine viel krassere Attacke gesehen haben, nämlich Galaxy Divide. Und diese Attacke ist schon bedeutend heftiger gewesen, wenn man auf den Manga schaut. Wir wissen nach aktuellem Stand der Aufnahme noch nicht, wie diese Attacke von Garp im Anime aussehen wird, aber der Galaxy Impact im Anime trügt ein bisschen den Schein. Vergesst an der Stelle nicht, ja, der Galaxy Impact war auch im Manga krass und der Impact war auch heftig. Im Anime werden aber alle Grenzen komplett gesprengt. Garp holt mit dem Galaxy Impact eine Attacke raus, die locker in den ersten 1 bis 2 Plätzen in dieser Liste vorkommen könnten, wenn wir uns rein auf dem Anime beziehen würden. Man muss aber an der Stelle klar berücksichtigen, dass der Galaxy Impact zwar heftig war, allerdings der Schaden an den Personen, die eigentlich davon hätten getroffen werden müssen, relativ überschaubar ist. Es ist einer der heftigsten Attacken in One Piece, aber der Galaxy Divide aus Kapitel 1088, der war nochmal ein Schnuff krasser. Ich blende euch hier natürlich beide Attacken nebeneinander ein. Ihr könnt euch gerne euer eigenes Bild an dieser Stelle machen. Man muss sagen, Garps Angriffe hier auf jeden Fall verdient in dieser Liste. Schlussendlich reden wir hier von einer Attacke, die mit der reinen Faust ausgeübt wird und zusätzlich dazu bedingt auch noch rein mit Haki. Hier sind keine Hilfsmittel
Hilfsmittel wie bestimmte Waffen vonnöten, keine zweite Person und auch keine Teufelsfrucht. All das fließt natürlich entsprechend auch mit da rein und die Ausführung ist ebenfalls relativ schnell, was diese Attacke zu einem der heftigsten Angriffe in der gesamten One Piece Welt macht. Und so schnell geht es schon, wir befinden uns schon auf den Treppchen und starten natürlich gebührend mit dem dritten Platz und dieser geht an unseren Hauptprotagonisten aus dem Werke One Piece, nämlich Monkey D. Ruffy. Monkey D. Ruffy mit einer der heftigsten Attacken aus der gesamten One Piece Welt auf jeden Fall, nämlich die Bai Sharingan gegen Kaido in den finalen Szenarien von Wano Kuni. Einer der heftigsten Attacken, die wir je gesehen haben, schlussendlich eine Erweiterung der King Kong Gun der Gear 4 Form, nur dass diese Attacke logischerweise in der Nika Form von Gear 5 gepriesen von Ruffy ausgeführt wird. Eine der heftigsten Attacken lässt sich trotzdem nicht von der Hand weisen, auch wenn natürlich, wie gerade schon angesprochen, bestimmte Voraussetzungen daran geknüpft sind. Es handelt sich hier also um eine Teufelsfruchtfähigkeit, die auch nur im erwachten Zustand ausgeführt werden kann. Nichtsdestotrotz ist der Impact gewaltig und der Schaden auf die einzelne Person Kaido war immens. Es war der K.O.-Schlag gegen den stärksten Kaiser, den wir bis zur damaligen Zeit an dieser Stelle gesehen haben. Und Kaido ist ja auch bekannt für seine Ausdauer, für seine Vitalität und für seine Widerstandsfähigkeit. Zusätzlich dazu hat er auch noch eine Zoan-Frucht. Zoan-Früchte sind ebenfalls dafür bekannt, die Vitalitätszustände enorm zu steigern und auch enorme Regenerationsfähigkeiten mit sich zu bringen. Nichtsdestotrotz hat die Bai Sharingan von Ruffy Kaido übertrumpft und auch übertroffen in jederlei Hinsicht und dadurch bedingt ist dieser Angriff auf jeden Fall gerechtfertigt in dieser Liste. Ob die Bai Sharingan jetzt heftiger ist als Galaxy Divide von Garp, sei mal dahingestellt. Es wirkte zumindest vom einzelnen Schaden, den es verursacht hat, ein Stückchen krasser und deswegen habe ich es jetzt auf den dritten Platz gepackt. Man muss aber sagen, dass viele Attacken immer in einer gewissen Art von Kontext zu sehen sind. Wann werden sie ausgeführt? Werden sie gegen viele Gegner ausgeführt oder gegen einen einzelnen Gegner? Gibt es gewisse Nachteile oder wie ist die Ausführungszeit etc. pp. Hier spielen ganz viele Faktoren mit rein, deswegen habe ich ja auch mit vielen Leuten Rücksprache gehalten in dieser Liste, aber auf jeden Fall ein verdienter Platz für Monkey D. Ruffy. Und damit kommen wir auch schon zu Platz 2 in dieser Liste. Der Platz 2 geht sehr, sehr, sehr verdient an dieser Stelle an Roter Shanks und seine Attacke Göttliche Abreise. Hier muss man schon die erste Klammer setzen, denn seine Attacke ist es in dem Sinne nicht wirklich. Wir haben bereits in der Vergangenheit gesehen, dass der König der Piraten Goldie Roger die gleiche Attacke ausgeübt hat. Man muss aber schlussendlich sagen, dass die Attacken einen unterschiedlichen Ursprung hatten, während Goldie Roger die Attacke lediglich als eine Art Begrüßungsschlag gegen den Samurai Kozuki Oden gerichtet hat, hat an dieser Stelle Shanks mit der Attacke versucht, seine Kameraden zu retten und Kid den größtmöglichen Schaden hinzuzufügen. Das heißt, während Shanks hier schon ernst gemacht hat, war das von Roger nicht wirklich der Fall. Deswegen geht der zweite Platz an dieser Stelle an Shanks, was aber nicht heißt, dass Roger nicht dazu auch in der Lage wäre. Göttliche Abreise auf jeden Fall einer der heftigsten Angriffe, die wir jemals gesehen haben. Es ist von einer einzelnen Person ausführbar. Es ist nicht mal charaktergebunden, denn wir wissen ja, dass diese Attacke ganz normal erlernt werden kann. Es ist kein bestimmtes Schwert dafür notwendig. Beide haben ja auch unterschiedliche Schwerter, an der Stelle Goldie Roger und Shanks natürlich gemeint und es ist demnach eine sehr, sehr, sehr gute Attacke. Sie ist schnell ausführbar, es ist keine Teufelsfrucht vonnöten, es reicht eine Person, man kann sie ganz normal erlernen, mit einem anderen Schwert auch ausüben. Das sind alles krasse Faktoren, schlussendlich mehr als verdient auf dem zweiten Platz in dieser Liste. Und bevor wir nun in den finalen Zügen dieses Videos zum gebührenden Platz 1 kommen, möchte ich nochmal eine Art Honorable Mentions machen, denn es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, wie eine derartige Liste überhaupt zurecht fertigen ist. Es gibt viele Attacken, die in bestimmten Szenarien hier locker auf den ersten drei Plätzen sein könnten. Nehmen wir als Beispiel mal die Railgun von Kid. Das ist einer der krassesten Angriffe, die es gibt. Überhaupt. Es ist natürlich eine erweckte Teufelsfruchtfähigkeit und wenn es darum gehen würde, auf hoher See eine Flotte auszuschalten, aus sicherer Distanz, ist das wohl einer der heftigsten Attacken, die man überhaupt nutzen kann und das mit relativ großem Abstand. Aber diese Attacke hat zum Beispiel auch viele Nachteile. Man muss erstmal eine Ewigkeit Schrott einsammeln, die Railgun aufbauen, diese dann noch in dem Schuss aufladen lassen und ist in der kompletten Zeit extrem angreifbar und offen. Wir haben es ja auch in der Szenerie von Kid gesehen, er wurde hier von Shanks komplett durchgelassen, weil er diesen Angriff dann nicht mehr parieren konnte. Das heißt, die Attacke hat sehr, sehr viele Vorteile, aber auch sehr viele Nachteile, weil es halt, wie gesagt, kein schneller Angriff ist, man viel Zeit benötigt, viel Vorbereitung und schlussendlich die Verteidigung komplett vernachlässigt. Auch andere Fähigkeiten sind hiervon betroffen. Man könnte beispielsweise auch Don Jin Zhao nehmen, der mit seinem Bohrnagel, bedingt durch seine Kopfform, eine extreme Durchschlagskraft hat. Wirklich umsetzen in jeder kämpferischen Szenerie lässt sich das aber nicht. Und auch ein Whitebeard könnte hier natürlich in dieser Liste vertretbar sein. Werfen wir beispielsweise einen Blick in Kapitel 575, wie er mit seinem Angriff Akainu zerdrückt, ist das eine
einer der stärksten Attacken, die wir in der gesamten Welt von One Piece je gesehen haben. Aber auch hier sind wieder gewisse Nachteile mit verbunden. Die Vibration und Beben, die von ihnen ausgehen, gehen immer von dem Zentrum aus. Das heißt, von dem Faustschlag oder von dem Tritt, den er mit seinem Körper ausübt. Und dadurch bedingt sehen wir im Marineford doch immer wieder Szenarien, wie Verbündete von Whitebeard, also die Whitebeard-Piraten selbst, Abstand von ihren Captain nehmen müssen, damit sie selbst nicht durch seine Attacken getroffen werden. Das heißt, hier ist zwar ein heftiger Angriff mit inbegriffen, aber das hat auch mal ganz schnell Nachteile für Verbündete im umliegenden Umkreis. Das ist beispielsweise bei göttlicher Abreise von Shanks oder auch beim Galaxy Impact von Garp nicht unbedingt der Fall, beziehungsweise es kann zumindest in gewissen Radius zielgerichteter eingesetzt werden. Und so gibt es ganz, ganz, ganz viele Attacken, die wir in diesem Kontext noch mit reinnehmen könnten. Schlussendlich haben es also je nach Situation auch andere Attacken verdient, in diese Liste zu kommen. Und gewisse Plätze könnte man auch tauschen, wenn der Gegner ein anderer wäre oder die Anzahl der Personen variieren würde oder schlussendlich auch nur die Umgebung eine andere wäre, beispielsweise auf hoher See oder mit Wasser in der Umgebung etc. pp. Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zum gebührenden Platz 1 der stärksten Angriffe bzw. Attacken aus ganz One Piece. Und der erste Platz geht mehr als verdient an Im-Sama und der Einsatz der Mother Flame, nämlich der Angriff auf Lulusia Kingdom. Es ist die beste und stärkste Attacke überhaupt. Und das kann man sogar sagen, obwohl man die Randfaktoren gar nicht kennt. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Wir wissen gar nicht, was für ein Energieaufwand notwendig ist, was für eine Präparationszeit notwendig ist. Gibt es eine Aufladedauer? Welche Reichweite hat das Ganze? Wie viel Vorbereitungszeit benötigt man? Und so weiter und so fort. All das wissen wir gar nichts. Und trotzdem kann man guten Gewissens diese Attacke auf Platz 1 packen. Und die Argumentation ist ganz klar, denn am Ende des Tages hat ein Angriff bzw. eine Attacke immer den Sinn und Zweck, das Ziel zu zerstören bzw. zu überwältigen. Und kein Angriff hat das jemals so gut gemacht wie Im-Samas Angriff auf das Lulusia Kingdom. Er kann eine gesamte Insel, eine Art Königreich, mit einem Angriff komplett aus der Geschichte tilgen, als ob die Insel nie existiert hätte. Kein einziges Staubkorn bleibt der mehr übrig und das ist ein ganz, ganz krasser Faktor. Schlussendlich haben halt viele Charaktere in der One Piece Welt verschiedenste Verteidigungsstrategien entwickelt, natürlich durch Teufelsfrüchte, Schläge durch Haki und so weiter und so fort, aber all das ist nichts, absolut nichts im Vergleich zu dieser gottgleichen Kraft, die Im-Sama hier eingesetzt hat, um das Lulusia Kingdom zu zerstören. Der heftigste Angriff, den wir jemals gesehen haben, sowohl im Anime als auch im Manga. Und das war die Liste mit den 5 stärksten Attacken aus dem gesamten One Piece Universum. Es gibt noch viele, viele weitere Attacken. Wie gesagt, je nach Umstand gibt es hier auch einige Variationen in den Plätzen. Deswegen seid nicht zu hart. Schreibt aber gerne eure Meinung in die Kommentare. Was sind Attacken, die es auf jeden Fall auch verdient hätten, in die Liste zu kommen? Beispielsweise auch in Trafalgar, die Waterlore hat auch starke Attacken. Ich habe aber den Impact, wie gesagt, entsprechend ein bisschen weiter unten angesetzt und gerne ein Like und ein Abo auf den Kanal da lassen. Großes Shoutout auch nochmal an One Piece Theoretiker, der mir geholfen hat mit der Liste. Auch an den guten alten Oberle, der hier auch nochmal einen prüfenden Blick drüber geworfen hat. Danke an euch an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuende schauen. Wünsche euch einen super schönen Tag, Leute. Haut rein. Ciao.